C'est mercredi, Megar. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge The Binding of Isaac. Repentance. Leute, ich komme ja früher oder später nicht drum rum. Ich muss ja irgendwann mal Apollyon spielen. Ja? Ich muss ja irgendwann mal Apollyon spielen. Heute ist nicht dieser Tag. Doch, heute ist dieser Tag. Das wäre jetzt aber lustig gewesen. Wir müssen ja irgendwann mal Apollyon spielen. Das Mithre, higher chance to find soul hearts. Honestly, ja. Ja. Also, ich weiß, dass es immer eine schlechte Idee ist, mit Apollyon das erste Item direkt zu voiden. Warum ist es eine schlechte Idee? Es ist an für sich keine schlechte Idee per se. Es ist nur eine schlechte Idee, weil ich weiß, was für ein Glück ich mit Apollyon habe. Was machen wir mit Apollyon? Ich würde sagen, wir versuchen auf den Boss Rush zu gehen, ha? Huh? Wir versuchen auf jeden Fall mal auf den Boss Rush zu gehen, gegebenenfalls noch zu Hush, je nachdem, wie der Damage so aussieht. Und würde dann versuchen, auch zu Mega Satan zu kommen. Wir gehen auf Angel Deals. Ja, wir gehen auf Angel Deals. Mega Satan, Dark Room, Hush, Boss Rush. Nee, doch, komm. Höhere Chance auf Schlüssel, das ist eigentlich immer ganz geil. Hier kriege ich nichts von alledem, außer ich kriege jetzt irgendwie ein Item, mit dem ich fliegen kann, wovon ich nicht ausgehe bei einem Boss-Item. Hatte ich jetzt den Tinted Rock kaputt gesprengt und habe ich da irgendwas Cooles rausgekriegt für? Ich glaube, ich habe jetzt gerade meine ganzen blauen Herzen wieder verloren, weil ich nicht aufgepasst habe. Aber ich krieg immerhin einen Stapler. Ja, wir gehen weiter. Ich komme eh nicht durch die Altebene für das extra Item. So. Basement 2. Ja, wir haben das blaue Herz schon wieder verloren. Okay. Maybe gar kein Item. Gar kein Item. Einfach gar kein Item. Maybe gar kein Dingens für uns. Kein Deal für uns. So. Einfach aufpassen, dass wir nicht getroffen werden. Da haben wir den Schlüssel. Und was haben wir hier drin? Leech. Tough Love. Tough Love nehme ich mit. Das Geld nehme ich mit. Leech werde ich jetzt voiden. Ist ein Tears Up und ein Speed Up. Ist ganz geil. Tears und Speed Up ist solide. Sag ich euch, wie es ist. Also, klar, natürlich, ein Damage-Up hätte ich jetzt auch gefeiert. Natürlich hätte ich ein Damage-Up gefeiert. Aber mit dem Stapler haben wir schon ein sehr solides Damage-Up. Mit Tough Love, was ich übrigens im letzten Part gemeint hatte mit dem Schlagring, ist auch ein sehr solides Item. Vor allem, wenn wir es managen, hier einen höheren Luck-Wert zu bekommen. Was schon ganz nett wäre, wenn wir mal ehrlich sind. So. Okay. Di di da di di du di da du du da 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 du. Oh, ich liebe die Musik aus Anti-Birth, ne? Das ist so das die beste Musikmod, die es für Isaac gibt. Ich sag's euch ganz ehrlich. Wer eine andere Musikmod feiert, okay, aber an Anti-Birth Plus kommt nichts ran. Für mich persönlich, ne? Das ist ja immer Geschmackssache. So, Videospielmusik ist immer Geschmackssache. Versuche ich erstmal in den Shop reinzugehen und hoffe, dass da ein blaues Herz für 5 Münzen drin ist. Ist jetzt die Frage. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich würde gerne auch mal in den Secret Room reinschauen. Der sollte hier sein. Oh ja, und da ist jetzt der Magic Mushroom. Ich wollte es gerade sagen. Oh, wow. Okay. Okay. Ich wollte es gerade sagen. Da ist jetzt der Magic Mushroom. Es ist passiert. Ihr habt ja gehört, dass ich angefangen habe zu sprechen. Can you solve this Isaac Puzzle? Ich würde es eigentlich gerne voiden, aber andererseits will ich mir mein Void gerade mal für den Bossraum aufheben. Jetzt will ich auf jeden Fall gucken, dass wir hier
Ein blaues Herz bekommen, bekommen wir nicht. Nee. Ich werde ein bisschen donaten heute. Ich werde heute ein bisschen donaten. Komm, wir passen einfach auf, dass wir nicht getroffen werden, okay? Deal? Deal. Wir passen einfach auf, das wird schon nicht passieren. So. Okay. Ja, es ist Dingle. Das ist der rote Dingle. Wie oft chargt er? Einmal, zweimal, dreimal? Erstmal nullmal. Er chargt gar nicht. Wir werden es nicht herausfinden. Wir kriegen noch ein Damage ab. Okay, der Run wird sehr, sehr geil. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Der Run wird sehr, sehr geil. Okay. Flooded Caves. So. Wenn ich es jetzt... Oh. Es gibt da schon so eine Sache, die ich noch mehr feiern würde, als diesen Run überhaupt zu schaffen. Als Mega-Satan-Hasch vielleicht sogar Delirium zu schaffen. Eine Sache gibt's da. So, au. Warum hat er das Herz nicht eingesammelt? Ich bin fünfmal drüber gelaufen. So. Okay. Diese Sache wäre, einen R-Key zu bekommen, weil dann würde ich nach Hasch direkt zu Delirium gehen. Und dann gegebenenfalls, weil, sind wir mal ehrlich, Mega-Satan ist jetzt das geringste Problem, dahin zu kommen. Und dann gegebenenfalls noch einen Major-Boss wie Mother oder Beast besiegen. Das wäre halt wirklich ein geiler Play, wenn wir mal ehrlich sind. So, nach Hasch direkt zu Delirium. Erst gar nicht irgendwie zu Satan oder Lamp gehen. Und dann eben zap zarab. Erstmal Buddy eine Box mit dem, ganz klar. Und dann eben zap zarab einfach direkt zu direkt den Arki nutzen und einen Beastrun machen. Eigentlich wäre das ein richtig geiler Play. Schwöre. Aber dafür müsste man natürlich erstmal das Glück haben, den R-Key zu bekommen. So. Lass mich erstmal gucken, wo hier der Boss ist. Lass mich direkt zum Boss gehen auch. So. Okay. Ja, wir gehen direkt zum Boss. Das ist Chubb. Chubb ist easy. So. Warum ich hier direkt zum Boss gehe, ist, weil ich gucken will, ob ich jetzt den Deal bekomme oder nicht. So, ansonsten würde ich halt gucken, dass wir auf... wir kriegen den Deal. Ah, ich hätte es voiden können. Ich kann beides voiden, ne? Ich hoffe, dass es... Ich habe jetzt gerade keine Stats bekommen, deswegen hoffe ich einfach mal, dass ich das Buch gevoidet habe. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es das Buch war, dass ich gevoidet habe. Weil dann bekomme ich jetzt jedes Mal, wenn ich Void einsetze, ein blaues Herz dazu. Das ist, wenn wir ehrlich sind, schon sehr, sehr, sehr nice. Wenn wir ganz ehrlich sind. So. Okay, du bist down. Und wir haben das Keypiece 2. Jetzt suchen wir mal noch den Itemraum. Jetzt suchen wir mal noch den Itemraum. Gucken wir, ob wir vielleicht sogar noch das Void voll bekommen. Wird schwierig, aber es ist machbar. Wird schwierig, aber machbar. Hier kann der Secret Room gar nicht sein. Oh, fast in die Gegner reingelaufen, weil ich nicht aufgepasst habe. So. Okay. Da würde ich noch gerne ran. Und das halbe blaue Herz. So. Okay. Aktuell ein sehr, sehr solider Run. Monster Manuel setzen wir einmal ein.
für diese Ebene. Dann werde ich mal gucken, ob ich doch gegebenenfalls noch hier eine Batterie bekomme oder so. Rosary Beat. Aber warte mal, Rosary Beat ist eigentlich ganz geil, weil dadurch unsere Angel Deal Chance sowieso erhöht ist, ne? Schade, dass ich da jetzt nicht rankomme. Ich habe auch keine Bomben mehr, sodass ich in einen Secret Room oder sowas schauen könnte. Wir müssen dann jetzt aber auch langsam mal weiter, weil wir natürlich ja auch noch zu dem Boss Rush möchten. Der Boss Rush, das wäre schon so eine Sache, die ich jetzt sehr gut gebrauchen könnte. Oh, wir haben ein sehr stronges Baby, das Nägel schießt. Das sollte auch echt viel Damage machen, wenn ich ehrlich bin. So, wir haben einen 9er Damage. Das ist sehr, sehr solide. Und wir kriegen gerade echt gut Geld zusammen. Also ich muss definitiv in den Shop reinschauen. So. Wir haben übrigens eine erhöhte Chance auf Soul Hearts. Und ich habe das Gefühl, wir finden nicht mehr Soul Hearts, als ich sowieso finden würde. Andererseits habe ich doch schon echt gut Soul Hearts gefunden in der Ebene, ne? Bisher. In dem Run. Aua. Einige konnte ich halt nur nicht einsammeln. Muss man so fair sein und dazu sagen. Weil ich nicht genügend Bomben hatte oder nicht fliegen kann und. Das ist sehr nice. Was haben wir hier? Range Down. Geil. Der Emulacria kann kommen. So. Zack, zack, zack. Da haben wir auf jeden Fall mal eine Bombe. Und dann können wir uns überlegen, wo wir diese Bombe einsetzen. Nee. Ah, Rosary Beat finde ich da tatsächlich gerade schon ein bisschen besser. Seraphim. Geiles Familia. Ein sehr geiles Familia. Ganz ehrlich. Meine ich so, wie ich es sage. So. Dann brauche ich hier auch gar nicht mehr drauf zu achten, dass wir irgendwie noch was voiden können in der Ebene. Aber in den Shop würde ich trotzdem gerne noch reinschauen. The Stain! Okay, aufpassen, dass wir hier nicht getroffen werden. Wir haben jetzt übrigens leider auch eine höhere Chance, ich hätte es voiden können. Ich denke nie dran, ne? Ich denke einfach nie dran. Das ist so zum Kotzen, wenn ich ehrlich bin. So. Egal. Hier haben wir eine abgeschlossene Kiste mit einer Hermit-Karte. Bedeutet, dadurch, dass ich jetzt meinen letzten Schlüssel verballert habe, komme ich trotzdem wenigstens noch in den Shop rein. Das ist doch toll. So. Ich würde gerne mal gucken, ob hier der Secret Room ist. Ist er. Aber wo auch sonst. Okay. Dann lass mich mal bitte in den Shop kommen. Wo haben wir den denn? Nope. Den haben wir hier. Wobei mir auch gerade einfällt, dass ich einfach hätte den hier machen können. Muss ich sowieso. Weil ich gar keinen Schlüssel habe. Ach schade, Steam Sale hätte ich jetzt sehr gefeiert. Steam Sale hätte ich jetzt sehr gefeiert. Alles klar. Was haben wir hier? Noch ein paar Gegner. Okay. 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 Pass auf. Die Zeit nehme ich mir. Wir gehen hier rein. Bob's Curse nehme ich mit, weil das sind Bomben. Binky nehme ich gleich mit. Lass mich erstmal auf ein Herz runter damagen. Ich würde hier nämlich gerne Maximales schaffen. Oh, es ist ein HP-Up. Ich voide es. Es ist ein Damage-Up gewesen dadurch. Es war ein Damage-Up. Leider habe ich keine Schlüssel, sodass ich die Kisten hier nicht aufmachen kann. Macht aber nichts, wir kriegen hier jetzt ein blaues Herz. Können hier gucken, dass wir Geld rauskriegen. Ja, sehr schön. Kriegen hier noch ein blaues Herz. Und können jetzt erstmal das blaue Herz hier holen. Können dann einmal
Binky holen. Warum ich Binky eben noch nicht eingesammelt habe, ist, weil es blaue Herzen bringt. Ja? Nicht, dass ihr euch wundert, warum nehmt ihr Binky nicht mit, bevor er da reingeht, weil es blaue Herzen bringt. Dann hätte ich die auch wieder opfern müssen. So haben wir wenigstens das meiste rausgeholt, was wir rausholen konnten. Alles klar. Haben wir hier noch den Super Secret? Nee, haben wir den hier? Nee, dann werde ich ihn auch erst gar nicht suchen. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Müssen wir jetzt. So. Okay, die Tiefen 1. Wir haben eine hohe Angel Deal Chance. Und das ist auch ganz gut so. Gib mir mal noch das schwarze Herz. Das ist ebenfalls sehr nice. Was mache ich? Wenn ich es überhaupt schaffe. Nee, schaffe ich nicht. Ich brauche noch eine Bombe. War vielleicht nicht die allercleverste Wahl. Vor allem, wenn man überlegt, dass ich hier vielleicht noch ein Item bekomme, wodurch ich fliegen kann. Oder vielleicht so eine Pille oder Karte. Ne, eher eine Karte mit Hankman. Pillen würden mir da jetzt nicht einfallen, mit denen man fliegen kann. So. In den Challenge Room kommen wir gerade nicht rein. Doch, kommen wir. Mulligan. Lass mich mal reinschauen. Komm, ich tu's. Das ist eine Bombe. Das heißt, ich kann mir jetzt diese 5 Schlüssel oder was das sind holen. Oder 6 Schlüssel. Die holen wir uns auch. Und dann müssen wir uns mal ein bisschen beeilen, aber nicht viel. Wir haben noch 6 Minuten Zeit für 2 Ebenen. 5 Minuten. Sagen wir 5 Minuten. Okay, aber ich habe einen guten Speed. Ich habe einen guten Speed. Okay. 4 Schlüssel sind es, nicht 5. Auch nicht 8, es sind 4. Lass mich hier gucken. Großer Raum ist immer eine gute Opportunity. Stirb, stirb, stirb. Schlüssel mitnehmen. Weiter geht's. Nächster großer Raum. Ah, Shop wäre schon wichtig. War natürlich Absicht, weil ich. Das war eine Blackheart-Strat. Shop wäre schon wichtig mit 37 Münzen. Und da ist er auch. Da ist er auch, der Shop. So, werdet ihr zu Bonies? Keiner von euch wird zu einem Bony. Finde ich gut. Red Stew. Nehmen wir mit. Ist ein temporäres Damage up. Lass mich mal alles donaten, was ich habe. Auch wenn wir noch einen Job vor uns haben. Na, wir bleiben bei 15 Münzen wenigstens. So. Das temporäre Damage up, das müssen wir jetzt gucken, dass wir es bis zum Boss mitnehmen. Einfach damit wir den Boss jetzt ein bisschen schneller besiegen können. Das tun wir auch. Wir nehmen das hier mit. Wir gehen in den Angel Deal. Wir nehmen Rosary mit. Weil es ein Tier-Sub ist. Und wir nehmen natürlich auch den Schlüssel mit. So, aktuell sieht das sehr, sehr gut aus. Wir gehen weiter. Wir müssen weiter. Ich will in den Boss Rush. Ich möchte in diesen Boss Rush. Curse of the Blind. Kacke. Curse of the Blind ist jetzt richtig kacke. Ich gehe jetzt gleich in den Shop rein und das erste 15 Münzen-Item, das ich sehe, nehme ich mit und hoffe, dass es einfach die Black Candle ist. Wir hoffen einfach, dass es die Black Candle ist. Je schneller ich hier übrigens gerade durchrushe, desto mehr Damage machen wir beim Boss, der ja muddy ist. Hier haben wir eine Fool-Karte. Die eigentlich auch ganz interessant wäre. Aber Curse of the Blind, wenn wir in den Boss Rush wollen und die Items nicht sehen, ist tatsächlich nicht ganz so geil. So. Okay, was haben wir hier? Eyesore. Ja, why not? Eyesore ist tatsächlich ganz nice. So. Dann würde ich gerne hier reingehen. Einfach rein jetzt. Komm, rein, rein, rein. Dann machen wir die Kisten hier auf. Oh, 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 oh. Okay. Da ist noch eine Münze. Mitnehmen. Weiter. Keine Zeit verlieren. Da ist der Shop. Und da ist jetzt die Black Candle drin. Nee, es ist ein Smelter. Schade. Die letzten 3 Münzen donaten. Deal-Chance erhöhen. Und auf zum Boss und zum Boss-Rush. So. Ich
nehme einfach das erstbeste Item im Boss Rush mit und hoffe, dass es nichts ist, was mir irgendwie Damage Down macht oder mir irgendeinen Nachteil bringt. Strength nehmen wir auch mal mit. So. Oder ich setze einfach das Void ein. Dann kriege ich wenigstens random Stats ab. Wir wollten, wenn, dann das Negativ mitnehmen, ne? Die Frage ist, startet der Boss Rush, wenn ich voide? Ich weiß es nicht und ich will es auch ehrlich gesagt gerade nicht ausprobieren. Wir nehmen das linke Item mit. Ist okay. Das kann ich voiden. So. Okay. Es kracht und zischt, liebe Freunde. Okay. Aktuell haben wir noch ein 20er Damage. Dank des Red Stew. Aber das Red Stew ist halt, wie gesagt, auch immer nur temporär. Ihr seht ja, der Damage, der geht ja nach und nach immer weiter runter. Und das ist auch ganz okay so. Wir haben einen 2er Luck, was ganz nice ist mit unseren Tough Love Schüssen. Wenn ich jetzt noch irgendwie ein bisschen mehr Luck zusammenbekommen würde, wäre das noch nicer. Aua. Aua. Okay. So. Bin aber auch froh, dass ich gerade keinen Angel Deal oder sowas gekriegt habe. Gut, der Damage ist halt gerade. Sind wir mal ehrlich, der Damage ist sexy, den wir hier machen. Okay. Und du noch? Sehr schön. Dann machen wir den hier. So, weil ich dann wieder Full Life bin. So. Aua. Dann machen wir den hier, weil ich dann wieder Full Life bin. Oh, das ist Bloat. Das habe ich gemerkt. Bloat, du bist tot. So, als nächstes kommt er hier dran. Der hält jetzt auch nicht wirklich lange aus. So, kann es sein, dass ich wieder ein bisschen meines Damages zurückbekomme, wenn ich einen Gegner töte? Ja. Dann ist Red Stew ja doch gar nicht mal so bad. Am besten ist Red Stew natürlich, wenn du Rock Bottom hast, ne? Dann behältst du einfach die hohen Stats. Hallo, Gabriel. Aua. Bin in die Schlotze reingelaufen. Hier ist noch irgendwo ein Gurgling. Oh, du bist schnell down. Du bist Piep. Du stirbst jetzt bitte auch einmal. Danke. Wir sind schon bei 14. Und das ist Death. Der ist gleich tot. Welche Ironie. So. Und die letzte Welle. Die letzte Welle. Hallo Cage. Nicolas Cage. Na, stirb, komm schon. Stirb. Okay. Was für ein Item? Locust of Conquest has appeared in the basement. Libra ist kacke. Sag ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Das war jetzt das Beschissenste, was wir hätten kriegen können. Ich sollte mir bei Curse of the Blind mit Apollyon einfach angewöhnen, dass ich Void einsetze. Nein, Libra ist kacke, weil du willst kein All-Stats-Up, wenn du gerade einen geilen Damage hast. Ja, ich habe jetzt auch eine geile Tears-Rate, aber die wird jetzt gerade auch immer weniger dank Red Stew. Du willst eigentlich kein Libra, wenn du geilen Damage hast. Jetzt vielleicht ungeil ein bisschen, aber nur ein bisschen. Ich meine, der Vorteil ist, wenn du jetzt sowas wie ein Range-Up kriegst, das ist immer ein All-Stats-Up. Aber ich könnte mich jetzt noch nicht mal so richtig über das Sacred Heart freuen, wenn ich es bekommen würde. Doof gesagt. Ganz doof gesagt, ich könnte mich nicht mal wirklich drüber freuen gerade. Wo ist eigentlich mein Trinket hin? Ich habe nicht kapiert, wo mein Trinket hin ist gerade. So. 9-2er Damage.
da sind wir jetzt. 9-2er Damage. Au, ach, come on. Lauf doch nicht in alle Stacheln rein, die du finden kannst. Du bist kein Stachelmagnet. Na komm. Na komm. Na komm. So. Aber die Tierce Rate ist trotzdem ganz geil. Und ja, der Damage ist jetzt auch nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, ob der Damage für Hasch reicht. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden, ob dieser Damage für Hasch reicht, Leute. Au. Okay. Ich setze mal das Void ein. Ich hoffe, dass ich es nochmal voll bekomme. Okay. Ein Boni. Ein Boni. Also ein Boneheart. Dass ich jetzt schon wieder verloren habe. Das ist okay. Tears Up ist nice, weil es ein All-Stats-Up ist für uns. So. Lass mich mal gucken, ob ich noch mein Void voll bekomme. Vor allem lass mich mal gucken, ob hier der Secret Room ist. Ist er nicht. Das ist... Da ist die Tür. Das ist sehr seltsam. Sag ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Ist er hier? Ja, ist er. Hier ist er. Puberty. Speed down. Speed down. Bombs are key. Bombs are key. Ist jetzt nicht unbedingt schlimm, Bombs are key. Oh doch, wir kriegen noch eine Aufladung. Wir kriegen auf jeden Fall noch eine Aufladung. So. Okay. Brimstone Geister. Da ist der letzte. Und da haben wir unsere Aufladung vom Void. Für alle Fälle. Luck up. Sehr nice. Bleibe ich bei. Luck up ist der. Luck ist einer der geilsten Stats, die du haben kannst, wenn du luckbasierte Items dabei hast. Ist halt einfach so. Also, ist undeniable, müssen wir so sagen. Können wir nichts anderes auch behaupten. Hier ist der Super Secret. Ist er nicht, ich habe gelogen. Der ist nämlich. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Aber der ist halt hier, der Super. Ist er nicht, okay. Dann weiß ich nicht, wo er ist. Dann werde ich ihn jetzt auch erst gar nicht suchen. Dann ist er wahrscheinlich irgendwo da oben, wo ich noch nicht war. Conquest. Ha. Schwierig, weil einerseits würde ich gern das Spacebar-Item mitnehmen, was er droppt. Weil ich dadurch fliegen kann. Aua. Alter. Andererseits ist das Void halt besser, ne? Lil Delirium. Werde ich gleich voiden. Warum besiege ich diesen Engel eigentlich? Ich krieg doch gar nichts mehr. Es hat gar keinen Mehrwert mehr, diesen Engel zu besiegen. Es hat gar keinen Mehrwert mehr. Aber der Vorteil ist tatsächlich mit Libra. Ich kann jetzt alles voiden. Also ich krieg jetzt immer ein All-Stats ab, ne? Ich krieg ja jetzt immer ein All-Stats ab. Seht ihr? Ich habe gar nicht an die positivsten Dinge von Libra gedacht in unserer Situation. Ich habe jetzt gar nicht an die positivsten Dinge von Libra gedacht in der Situation, in der wir uns befinden. So. Okay. You dead. You dead. You dead. Wir müssten uns ein klein wenig beeilen, wenn ich zu Hasch möchte. Aber diese Zeit muss ich mir hier nehmen, weil wir, wenn wir zu Hasch kommen, ja auch nochmal einen Shop haben, in dem wir ein bisschen shoppen können. Was ich auch gerne mitnehmen würde. Two of Clubs, sehr nice. Moment, ich will meine Strength-Karte wieder haben. Ah, das ist jetzt ungeil, wenn du dich beeilen willst. So. Aber ich gehe tatsächlich davon aus, dass wir hier oben richtig sind. Und dass wir jetzt nicht in die nächste Sackgasse laufen und der Boss irgendwo da unten ist. Ich gehe tatsächlich davon. Ich habe mich geirrt.
Ich habe mich geirrt. Das kommt vor. Irren ist männlich. Menschlich. So. Und du noch. Und du noch. Einen von euch habe ich nicht erwischt. Dich. Okay, gib mir die Bombe. Zack, weiter geht's. Schon wieder eine Sackgasse. Curse of the Full Clear. Den sollte es wirklich mal geben. Curse of the Full Clear. Der Bossraum öffnet sich erst, wenn du alle Gegner, Räume geklärt hast. Wo bist du? Da. Okay. Hier links. Das muss ja jetzt richtig sein, weil woanders geht's jetzt nicht mehr weiter. Gimme, gimme. Okay, wir gehen nach links weiter. Wir gehen erst gar nicht in den Sacrifice Room. Definitiv nicht. So. Und ich muss mir jetzt mein Void aufheben, damit wir gegebenenfalls im bei Hush voiden können. Was ich sehr begrüßen würde, wenn wir das könnten. Kommt, ein bisschen Zeit haben wir, sodass ich hier die Bombe mitnehmen kann. Okay. Let's go, Moody. Okay, Moody. Aua. Hab ich gerade Angel die Chance verloren? Nee, ne? Die war bei 24,3%. Und ich krieg's ja auch gar nicht. So, auf zu Hush. Auf zu Hoshi. Öffnen, 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 öffnen. Tears up ist immer gut, weil all stats up. Ein HP up nehme ich jetzt mit, weil ich sowieso nicht volle Herzen habe. Was haben wir hier? Arius und God's Flash. Was haben wir auf der anderen Seite? Fortune Cookie und Best Friend. Wir haben hier zwei Active Items. Pass mal auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir machen das so und so. Wir werden in den Shop reinschauen. Ich sehe ein Booster Pack, das hätte ich gerne. Weiß allerdings auch, dass es mir nicht so viel bringt. Two of Clubs, Two of Diamonds, The Chariot, Ace of Clubs, Strength, The Stars. Ich behalte Strength. Wir werden den Rest hier donaten. So viel wie geht. Ja? Warte, was ist das da? Ace of Clubs, okay. Pass mal auf, ich kann ja hier die Strength-Karte einmal ablegen. Kann hier einmal Ace of Clubs einsetzen. Kann dann weiter donaten. So. Soweit es geht natürlich. Komm, dann machen wir natürlich das hier. Und das hier, Bombs are key. Wäre eine Überlegung wert. Hier würde ich gerne tatsächlich... Oh, ich weiß nicht, ob ich God's Flash mitnehmen soll. Ich würde es gerne tatsächlich beides voiden. Ich würde es gerne tatsächlich beides voiden. So. Wir verzichten auf Bombs Aki. Ich nehme Strength mit. Ich nehme jetzt Strength mit für den Hush-Fight. Tatsächlich. So. Okay. Boah, der Vierer-Luck... Haut schon ganz ordentlich rein. Sag ich euch, wie es ist. So. Und auch hier muss man wieder sagen, ich habe jetzt in den letzten zwei Runs gefühlt mehr Quality 4 Items bekommen als in den 30 Runs davor. Ja? Stimmt natürlich nicht. Ich habe mal wieder YouTuber Luck. Ich glaube, das Spiel registriert, dass ich eine Aufnahme ein Aufnahmeprogramm anhabe und dies gerade bei Isaac auch nutze. Okay. Let's go. Wichtig zu wissen wäre für mich wieder, würde ich, entschuldigt bitte, Hush mit den aktuellen Stats, die ich habe, mit Lost bzw. Tainted Lost schaffen. Wir gehen bei Tainted Lost jetzt mal davon aus, dass ich einen Mantel, also eine Holy Card habe. Und nicht Birthright. So. Okay. Bin gerade voll konzentriert. Der Grund, warum ich sage, wir gucken mal, ob wir das mit
dem und dem Charakter mit Lost schaffen würden, ist, weil gerade solche Runs, wo du jetzt nicht unbedingt OP bist, und wir sind alles andere als OP gerade, die kannst du als guten Referenzwert nehmen. Wobei man aber auch sagen muss, dass ein 12er Damage gerade nicht wenig ist. Ein 12er Damage ist gerade nicht wenig. Muss man so sagen, wie es ist. Au. Okay, Mantle hätten wir verloren. So. Und hier werden wir tot. Hier werden wir als Keeper tot. Nicht allerdings als Tainted Keeper. Ich habe noch nie gesehen, wie er dreimal diese Attacke macht, ne? Ich habe alle meine blauen Herzen verloren. Hashi has a pit in the basement. Okay. Ach. Ich habe gar kein Geld mehr. Lass mich mal kurz hier reinschauen, ne? Hier kommen wir halt immer zum Void, aber das wollen wir nicht. Wir wollen nach unten. Vielleicht kommen wir nach Mega Satan ja nochmal. Bekommen wir die Chance nochmal zu Delirium zu kommen. Na, das ist eine 50-50 Chance. Das Purple Heart nehme ich definitiv nicht mit, wenn ich schon in der im Void bin, in der Sheol bin. Weil ich brauche nicht noch stärkere Gegner als die, die hier sowieso schon rumrennen. So. Okay, sehr nice. Wir setzen auch einmal unser... Oh, was haben wir hier? Health up. Okay. Wir nehmen, was wir kriegen. Wir nehmen, was wir kriegen. Und ich glaube tatsächlich, es war gut, dass wir nicht Bombs Arki genutzt haben, weil ich glaube, dass uns Bomben hier in der Hinsicht ein bisschen mehr bringen als Schlüssel aktuell. So. Wir kriegen ja noch relativ gute Items im Darkroom. Wir müssen aber auch dran denken, dass wir für die ersten Items auch, ein bisschen was an Leben sacrificen müssten. Je nachdem. Na, ich will halt vorher gucken, wie gut die Items so sind. Au. Weiter. Oh. Was haben wir denn da für eine Karte? Dafür nehme ich den Damage auch gerne mal im Kauf. The Chariot. Was haben wir denn da für eine Pille? Dafür nehme ich den Damage jetzt nicht mehr in Kauf. Explosive Diarrhea. Moment. Super Secret Room. Tonsil. Taking Damage. Spawns a Projectile. Blocking Familiar. Caps at 2 Familiars. Ja, ganz ehrlich, nehme ich mit. So oft ich getroffen werde, lohnt sich das. Au. Okay. Bin hier gerade nicht wirklich aus der Ecke rausgekommen. Was haben wir denn hier? Einmal voiden, damit wir wieder ein blaues Herz dazu bekommen. Oh, die Rune hätte ich gern. Das ist eine Perthrow. Perthrow ist jetzt Gold wert, sag ich euch. Lass mich mal kurz gucken, ob wir noch irgendwie die ein oder andere Aufladung bekommen auf unserem Void. Damit ich mit einem wenigstens halbwegs vollen Void in die nächste Ebene komme. Und hier haben wir noch einen großen Raum. Das sind zwei Aufladungen. Sind's nicht, hab gelogen, aber es sind sogar vier Aufladungen. Aha. Aha. Oh. Oh, Sworn Protector. Das ist Conjoined. Das ist Conjoined. Und die Perthrow schön wieder mitnehmen. Ne? Ganz klar. Und ich krieg auf jeden Fall eine Aufladung. Weil ich krieg die ja jetzt noch bei Satan. Book of Secrets. Und dass ich nicht rankommen werde, weil ich nicht fliegen kann. Ich könnte es Perthrown, aber das würde mich nur ärgern, weil ich eben nicht rankomme. Ja? 1, 2, 3, 4. Okay.
Conjoint ist ganz nice. Weil es jetzt nicht so ein krasses Damage Down ist, dadurch, dass wir Libra haben. Okay, ich habe Libra vielleicht doch ein bisschen zu früh verteufelt. Versteht ihr? Verteufelt? Weil wir bei Satan sind? Ja. Ja, Satan ist easy. Die dritte. Nee, ich will. Na, ich brauche. Ich will hier lang jetzt. Locus of Pestilence has appeared in the basement. Ich habe hier eine 50-50-Chance. Das ist klar. Dark Bomb. Brimstone. Blood Oath. Necronomicon. Wir nehmen Dark Bomb mit. Wir nehmen Brimstone mit. Wir nutzen Perthrow. Wir nehmen nicht Dynamic und nicht Ercoli mit, weil das kacke ist. Wow. Okay. Ich habe das Gefühl, der Brimstone gerade war ein Damage Down. Ich habe das Gefühl, der Brimstone gerade war ein Damage Down. Weil es ja auch ein Tears Down ist. Nicht aus Versehen in einem Namek reinlaufen. Okay. Vorteil ist, dass wir jetzt einen Dark Bomb haben. Ich brauche jetzt aber auf jeden Fall noch ein paar Items. Wir haben einen Vierer Luck. Da sollten wir eigentlich noch ein paar Items zusammenbekommen. Dass hier ein paar Kisten spawnen. Weil je höher dein Luck ist, desto höher ist die Chance, dass hier eine Kiste spawnt. So, wenn ich hier stehen bleibe, treffe ich beide. Okay, Glass Cannon. Ekelhaft. So. Okay. Man darf halt auch nicht vergessen, dass das nur 4 Herzen sind, die ich gerade habe. 5. Jetzt wieder 5. Was haben wir hier? Shot Speed Up. Shot Speed Up. Warum gibt das kein All Stats Up? Okay. Kriegen die Bleeding-Effekt oder warum kriegt der so einen richtigen Chip-Damage noch hinterher? Ich hab keine Ahnung. Gib mir mal die Bombe. Nix. Okay, wir haben genügend Bomben. Ich kann gucken. Ich kann auf jeden Fall gucken. So, wie ich aber auch keine roten Herzen gerade kriege für meinen Dark Bomb, ne? So, wir sollten aber so gut es geht tatsächlich unser Void einsetzen. Weil wir dadurch halt immer ein blaues Herz dazu bekommen. Andererseits will ich auch mal gucken, wenn wir jetzt irgendwo ein Item bekommen, dass ich das voiden kann, ne? Ja, wir warten mal ab. So. Jetzt du noch. Ich habe nicht den Lamp of Coal, ne? Ja, jetzt muss ich es einmal einsetzen. Ich nehme die Battery mit. Okay. Ich krieg viel zu viel Damage. Ich bekomme viel zu viel Damage. Das würde ich gerne voiden. Ich habe kein Money equals Power, sodass es sich lohnen würde, das mitzunehmen. So. Von daher würde ich es gerne voiden. Dark Bomb, sammel mal ein. Bist du so lieb? Danke. Mein allerbester, bestester, bester Freund. So. Was wir halt Nices haben, ist die Tears Raid. Undeniable. Okay, hier könnte der Secret Room sein. Habe ich richtig gesprengt? Weiß ich nicht. Aber der könnte auch hier sein, theoretisch. Ist er aber nicht. Wo ist der Secret Room? Noch nicht gesehen, ne? Oder war ich schon wieder drin und vergesse es nur wieder? Nee, war ich nicht.
Large Zit. Das nehmen wir mit. Das hat sich gereimt. So, den 25 Cent hier, die werden wir... Shot Speed Up? Ja, Shot Speed Up ist irgendwie kein All Stats Up, ne? Irgendwie zählt das nicht für Libra. Okay. Wissen wir Bescheid. Zählt nicht für Libra. Luck Up ist sehr nice. Ach, natürlich. Wir haben ja die die Zähnchen haben wir ja. Was war das, The Devil? Dann würde ich jetzt hier Strength einsetzen und beim Mega-Satan The Devil. So. Okay. Irgendwie habe ich das gerade nicht kapiert, dass der Schuss von ihm in vier Richtungen geht, ne? Nein, kein Victory Lap. Wir wollen jetzt zu Le Mega Satan. Aber wo ist dieser Secret Room? Hier. Geld. Einmal hier sprengen. Danke. Eigentlich wollte ich den Dude da in die Luft sprengen, ne, aber... Sind wir mal ehrlich, so viel hätte es uns jetzt auch nicht gebracht. Wo ist dieser Super Secret? Ja. Rote Herzen? Nein, besser. Es sind Items. The Bible würde ich gern einmal einsammeln für Bookworm. Bombs Archie brauchen wir nicht. Ich kann jetzt hier nicht voiden, ist die Sache. Weil ich dann die Bibel habe und wenn ich dann irgendwie nochmal... Wir machen es einfach so. Komm. Speeddown nehme ich natürlich jetzt nicht. Ich kann es nicht voiden, weil die Bibel mich bei Megasatan töten würde, wenn ich die irgendwie da einsetzen würde. Ist die Sache. Aber guck mal, jetzt sehen doch die Completion Marks schon mal sehr viel besser aus. Die sehen doch schon mal sehr viel besser aus. Wir gehen zu Megasatan und hoffen einfach, dass wir noch zu Delirium kommen. Okay. Auch hier gucken wir mal wieder auf unseren Damage. Also auf den Damage, den wir fressen. Wohlgemerkt. Devil einsetzen. Ich sag's euch, diese Devil-Karte, die ist es jetzt. Die ist jetzt der Game-Changer. Mach mich nicht langsam. So. Dann sind sie zu stark, bist du zu schwach. Okay. Sehr cool. Ah, er ist am gefährlichsten tatsächlich. Und er ist am gefährlichsten. Aber die stehen alle in einer Reihe. Schön in einer Reihe. So. Erster Engel. Aber wir machen sehr, sehr geilen Damage. Sag ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich glaube, wir haben auch sehr viel unseren Fliegen zu verdanken. Und zweiter Engel und los geht es. Brimstone. So, jetzt müssen wir ihn nur noch in die zweite Phase bekommen. Und ich glaube, wenn wir ihn in der zweiten Phase haben, dann haben wir ihn. Eigentlich ganz easy die Rechnung, oder? So. Mal kurz einen Ort suchen, wo ich stehen kann. Immer gucken, wo wir stehen können. Ich müsste eventuell mal wieder ein bisschen mittiger. Oh, seine Feuerattacke. Oh, und ich habe ihn durch irgendwas geslowt. Okay. Wovon habe ich jetzt ein weißes Herz bekommen?
Wovon habe ich jetzt ein weißes Herz bekommen? Okay. Leute, wir hätten ihn gerade sowohl mit Lost als auch mit Tainted Lost besiegt. Oh, danke. Danke, danke, danke. Das sind dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Completion Marks, die wir jetzt holen können. Weil ich jetzt nicht davon ausgehe, dass wir diesen Run noch verkacken. Locust of Death, Mord Baby. Alter Schwede, das ist ein sehr, sehr geiler Run. Warum sind die Mittwochsruns eigentlich immer so satisfying? Leute, das ist pures Isaac ASMR, das wir hier haben jeden Mittwoch. Forgotten Lullaby increases the fire rate of familiars. Ja, bitte. Okay, ich kann ja mittlerweile fliegen. Wir machen Ditte. Oh, Magic 8 Ball ist ein Shot Speed Up. Wo wir gelernt haben, das bringt uns nichts. A black hole has appeared in the basement. Wir kriegen ein Achievement nach dem anderen. Lass mich bitte erstmal die Ebene angucken. Ja, das wird jetzt kein Magic Mushroom, den haben wir schon. Eigentlich ist es gerade ein bisschen kontraproduktiv, was wir hier machen, weil wir natürlich auch voiden könnten in den ganzen Bossräumen, wenn wir erst die Bossräume machen. Aber ich möchte natürlich auch sicher gehen, dass ich Delirium von den ganzen Bossen als letztes besiege. Damit wir noch so viel wie möglich bis Delirium zusammenbekommen. Und in den Bossräumen können wir natürlich auch nochmal geile Items bekommen. Auch wenn es irgendwelche Range- oder Tears-Ups sind, die uns jetzt nicht mehr so viel bringen, bringen sie uns ja doch Damage, weil es ein All-Stats-Up ist. Oh, da bin ich tatsächlich aus dem Bossraum rein, weil ich gerade nicht drüber nachgedacht habe. Macht aber nichts. Es ist Skolex, es ist nicht Delirium. Und hier hätte Delirium nämlich tatsächlich sein können. Goathead werde ich voiden. Von Goathead habe ich jetzt keinen Mehrwert aktuell. Cracked Dice, Nameless Endless, Second Hand. Little Lava, Vibrant Bulb, brauchen wir alles nicht. Ich muss gucken, ob hier noch gegebenenfalls andere Bossräume sein können. Hier kriege ich auf jeden Fall wieder ein blaues Herz dazu. So. Okay. Wow, nur Hosts. Nur Hosts. Sehr cool. Okay, gibt jetzt nur noch eine Stelle, wo ich hin müsste, um zu gucken, ob da Bossräume sind. Und da würde ich gerne hier unten lang, weil ich mir die Räume da oben noch ein bisschen aufheben möchte. Und dann müssen wir mal kurz zählen gleich. Okay, dann zählen wir mal. Wir haben von oben nach unten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Räume. Das heißt, da auf der rechten Seite könnten es beide sein. Hier unten, da kann es nicht sein, hier wo wir jetzt gerade sind, weil dafür die Räumlichkeiten nicht gegeben sind. Wir haben von links nach rechts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Räume. Es kann... Bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wo er ist. Okay. Nehmen wir erstmal Daddy Longlegs. Wir haben übrigens immer noch Yara.
immer noch Yara Converter. Converts one soul or black heart into one heart container. Das werde ich nicht mal voiden. Das werde ich halt nicht mal voiden. So, ich gehe davon aus. Ich habe drei Orte, an denen Delirium sein kann. Und ich gehe aber tatsächlich davon aus, dass der da oben links ist. Da oben rechts ist einer von den beiden. Deswegen gehen wir jetzt erstmal nach hier. Das ist Frail. Und wenn wir ihn jetzt trotzdem finden vorher... Mom's Pearls, Range, Luck und Soul Heart. Das würde ich gerne machen für das All Stats Up. Er kann... Nee, hier kann er nicht sein. Hier kann er tatsächlich nicht sein. Bomber Boy, Void. Es war ein Luck Up. Das ist nice. Health Up brauchen wir nicht. Wir sehen uns im nächsten... Wartet, wir sehen uns im nächsten Bossraum. Na, vielleicht noch nicht ganz im nächsten Bossraum, aber jetzt kommen wir in den nächsten Bossraum. Das ist Teratoma, okay. Dann hatte ich recht, es ist oben rechts. Es ist einer von den beiden oben rechts. Und das machen wir einfach. Auch wenn es ein Passive ist, Range Down. I can see forever. Tears up. I can see forever. Yara. Kannst du mal machen. Was haben wir hier? The Chariot. Brauchen wir nicht zwingend. So. Oh, wir haben hier noch einen Spot, wo noch ein Boss sein kann. Pass mal auf. Wir haben hier noch einen Spot, wo ein Boss sein könnte. Nein, Suicide King bitte nicht. Nicht, wenn ich keine Leben habe. Pass mal auf, lass mich diesen Spot mal überprüfen. Da ist tatsächlich sogar noch ein Boss und das könnte ebenfalls Delirium sein. Aber irgendwie gehe ich nicht davon aus. Das ist War. So. Sharp Plug. Ja. Ich nehme es mit, weil auch das kann ich leider nicht. Doch, hätte ich voiden können. Hätte ich voiden können. Hätte mir jetzt aber nichts gebracht, wenn wir ehrlich sind. Wir haben einen guten Damage. So, jetzt ist die Frage, links oder rechts? Irgendwie gehe ich davon aus, dass er hier ist. Irgendwie gehe ich davon aus, dass er hier ist. Ich weiß es nicht. Nee. Ich hätte auf meinen ersten Instinkt hören sollen. Ich hätte auf meinen ersten Instinkt hören sollen. So, Freunde, hier juckt übrigens nicht, ob ich das Ding hier mit The Lost besiegen könnte. Habe ich nämlich schon. So. Wie wir alle wissen, habe ich das schon. Okay. Aber ein Dilly-Run, Delirium-Run. Oh, oh, oh. Wir müssen ausnutzen, dass er gerade keine Boss-Armor hat. Wenn er in seiner Reinform ist. So. Jetzt hätten wir übrigens den Holy Mantle verloren. Jetzt wären wir auch mit Tainted Lost tot. Jetzt wären wir mit Keeper tot. Jetzt wären wir mit einem Charakter tot, der nur 4 rote Herzen hat. So. Jetzt wären wir mit einem Charakter tot, der nur 5 Herzen hat. So. Jetzt wären wir tot, wenn wir nur 6 Herzen gehabt hätten. Aber wir haben ja Gott sei Dank mehr als 6 Herzen, ne? Ich glaube, wir haben ihn besiegt. Ich glaube, wir haben ihn besiegt. Es gibt jetzt etwas extra Content für euch. Wir werden nämlich jetzt noch hier den letzten Boss besiegen. Der übrig ist. Es ist Adversary. Der sollte jetzt erstmal gar kein Problem sein. Das Widgerboard werde ich jetzt einmal einsaugen. Und wir haben ja I Can See Forever. Das heißt, ich suche jetzt auf jeden Fall noch den Super Secret Room. Hier ist er.
Okay, der hätte sich nicht mehr gelohnt. Alles klar. Der hätte sich also auch nicht mehr gelohnt. Ace of Clubs. I can see forever. Yara. Ace of Clubs. Okay. Dann lass den Run mal beenden. Und lass uns mal angucken, was wir. The Void has appeared in the basement. Sehr schön. Und lass uns mal angucken, was wir mit Apollyon jetzt schon alles geschafft haben. Und das sieht so schön aus. Es sieht so schön aus, weil ich jetzt weiß. Nee, das Schlimmste ist noch nicht hinter uns. Mother ist meiner Meinung nach das Schlimmste. Dann Beast, dann Delirium. So von schlimm nach besser. Am einfachsten ist immer noch Blue Baby und das würde ich wahrscheinlich ganz am Schluss machen. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Ganzen gerne ein Däumchen nach oben da. Das war wieder eine XXL-Folge. Eigentlich sind alle, okay, wir nennen es erst XXL-Folge, wenn wir bei 90 Minuten sind. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Was am Freitag wäre. Ich wünsche euch im Übrigen einen schönen 1. Mai. Links ein Video für euch, rechts der Kanal hier, den ihr abonnieren könnt, würde mich freuen. Hier unten in der Mitte Twitch-Kanal, da werde ich heute mit höchster Wahrscheinlichkeit live sein. Und in der Videobeschreibung findet ihr auch meinen Discord-Server. Würde ich mich auch freuen, den einen oder anderen von euch ein bisschen besser kennenzulernen. Bis dahin, ciao, ciao.